Vor dem morgigen Ruhetag schwenkt die Tour de France in Richtung Süd. 181 Kilometer stehen auf dem Programm nach dem Start in Millau und dem Ziel in Carcassonne. Es geht für das Feld durch die Departements Aveyron, Tarn und Aude mit zwei Herausforderungen, dem 10 Kilometer langen Anstieg zum Col d'Issier und 40 Kilometer vor dem Ziel der Pic de Nord, der höchste Punkt des heutigen Tages. Der Start erfolgt in der Nähe des Viaduct de Millau, ein Meisterwerk des Brückenbaus. Der Beginn der Etappe ist extrem umkämpft und rasend schnell. Es dauert, bis sich endlich eine Gruppe bildet, mit der alle einverstanden sind. Die Positionskämpfe erstrecken sich auf eine Distanz von 40 Kilometern, weil auch Fahrer, die im Gesamtklassement eine gute Rolle spielen, permanent mit attackieren. Als die Gruppe dann steht, ist Peter Sagan einmal mehr mit dabei. Insgesamt sind es 29 Mann, die sich zusammengefunden haben. Die Situation erinnert an die gestrige Etappe. Am Anstieg zum Col d'Issier entschließt sich Lilian Calmejan zur Flucht nach vorne. Er gewinnt die Bergwertung. Er ist der Local Hero, er stammt aus der Region. Er hat zwischenzeitlich mehr als eine Minute Vorsprung, dann wird er gestellt, 102 Kilometer vor dem Ziel. In der Gruppe mit dabei ist auch Nikias Arndt aus der Mannschaft Sunweb. Das Peloton setzt nicht nach. 70 Kilometer vor dem Ziel beträgt der Rückstand erstmals 10 Minuten. Nach Calmejan ist es nun Fabien Grelier, ein weiterer Fahrer von Direct Energie, der für den nächsten Angriff sorgt. Ihm folgt ein weiterer Franzose, Julien Bernard. Beide erreichen den Fuß des Pic de Nord mit einem Vorsprung von 45 Sekunden. Dann startet Rafał Majka, der Gewinner des Bergtrikots 2014 und 2016. Er stellt zunächst Bernard, dann Grelier und ist als erster oben am Pic de Nord. Aus dem Hauptfeld löst sich nun Dan Martin. Es ist ein Versuch, Zeit im Gesamtklassement gut zu machen und sich in den Top 10 zu verbessern. Er fährt zwischenzeitlich eine Minute heraus, wird dann aber auch wieder gestellt. Vorne behauptet sich Rafał Majka, der Pole aus der deutschen Mannschaft Bora Hansgrohe. Ihm folgt eine 7-Mann starke Gruppe. Dabei sind zwei Fahrer von Astana, zwei von Bahrain Merida, zwei von Trek Segafredo und die Lilian Calmejan. Aber auch Majka wird gestellt. Zu 8 geht es weiter Richtung Ziel. Noch 15 Kilometer. 5 Kilometer vor dem Ziel ist die Gruppe geteilt und fast logisch, die Teams, die mit je zwei Fahrern vertreten waren, kämpfen nun um den Etappensieg. Magnus Cort Nielsen für Astana, Bauke Mollema für Trek und Jon Izagir für Bahrain Merida. Der Favorit in dieser Gruppe ist der endschnelle Magnus Cort Nielsen und der Däne wird dieser Rolle dann in Carcassonne auch gerecht. Er lässt dem Spanier Izagir und dem Niederländer Mollema keine Chance im Sprintfinale auf den letzten 200 Meter. Keiner kann dem Dänen aus der Mannschaft Astana ernsthaft Paroli bieten. Astana gelingt ein Doppelsieg. Gestern in Monde durch Omar Freile, heute in Carcassonne durch Magnus Cort Nielsen. Jeweils heraus aus einer Fluchtgruppe. Und wie Freile feiert auch Nielsen bei seinem Tour de France-Debüt auch gleich einen Etappensieg. Bei einer Grand Tour ist er allerdings schon zum dritten Mal erfolgreich. Zwei Tagessiege feierte er 2016 bei der Spanien-Rundfahrt. Das ist unglaublich und ich habe mir niemals vorstellen können, als ich mit dem Radfahren begann, einen solchen Moment zu erleben. Das ist meine erste Tour de France, die ich fahre und ich bin natürlich überglücklich, gleich eine Etappe zu gewinnen. Ich danke der Mannschaft, die mir das ermöglicht hat und besonders danke ich meinem Teamkollegen Michael Wahlgren für seine Arbeit im Finale. Astana ist der große Sieger der Überführungsetappen Richtung Pyrenäen. Zwei Siege innerhalb von zwei Tagen. Cort Nielsen schlägt also Jon Izagir und Bauke Mollema, der im Vorjahr die 15. Etappe gewann. Nikias Arndt belegt am Ende Platz 9. Das Hauptfeld folgt 13 Minuten später nach dem Sieger. Im Gesamtklassement keine Veränderung unter den Top 10, denn Martin versuchte sich zu verbessern, bleibt aber 10. Von den Ausreißern klettert vor allem Rafał Majka nach oben. Er macht 4 Ränge gut und ist nun 21. Mollema 24. Nach dem morgigen Ruhetag warten ab Dienstag die Pyrenäen und damit das Hochgebirge. Dort also fällt die Entscheidung. Dort warten die letzten Gelegenheiten, um das Gesamtklassement zu korrigieren. Den Auftakt macht die 16. Etappe, 218 Kilometer von Carcassonne nach Bagnères-de-Luchon. Drei Bergwertungen stehen auf dem Programm. Col du Portier-Aspet, Col de Monté und 10 Kilometer vor dem Ziel der Col du Portillon. Keine allzu langen, aber dennoch anspruchsvolle Anstiege. Die erste von drei Chancen, die Dominanz von Sky anzugreifen.